Komm mal her. Verdammt. Macht er? Jetzt das Level, aber den da holen wir uns trotzdem noch. Hier sind eigentlich noch mehr Snapper, aber die will ich mir dann noch mal, die hole ich dann später, wenn es wirklich viel einfacher ist. Ich meine, drei Hits für so einen Snapper ist jetzt auf unserem für unsere Verhältnisse im ersten Kapitel echt schon sehr, sehr stark. Haben es überlebt, weil wir ein Level-Up hatten. Und weil wir jetzt mittlerweile fast 150 Leben haben. Sehr nice. So, jetzt können wir zum alten Lager zurückgehen und uns noch einmal Stärke holen. Dann sind wir bei 80 Stärke. Das ist eigentlich schon ein bisschen lächerlich. So, gehen wir zurück. Lernen dann bei Diego noch einmal, geben das Rezept bei Dexter ab. Da ist eine Sternschnuppe am Himmel gewesen. Da ist noch eine Sternschnuppe am Himmel. In Gothic gibt es sehr, sehr viele Sternschnuppen. Wenn man den Hingel mal, den Hingel, genau, den Himmel mal im Auge behält, sieht man sehr, sehr viele Sternschnuppen in diesem Spiel sehen. So. War doch klar, dass hallo Diego. Ich würde ganz gerne noch einmal. Kannst du mir was? Ja. Stärke beibringen. Ich würde ganz gerne noch mal Stärke beibringen, genau. Stärke lernen. Komm. Mach's gut. Man darf auch nicht alles glauben. So. Pennen wir hier nochmal. Und jetzt bin ich am Überlegen. Genau, Dexter erst einmal. Dexter ist. Der ist ein bisschen weiter weg. Können wir uns nochmal, glaube ich, 200 DP abholen müssen sein. Oder 200 DP müssen sein. Kann man sich ganz, ganz schnell mal abholen. Ich muss bedenken, wenn ich jetzt das ganze Kram noch im Sektenlager machen würde, dann würde ich hier mit. Wo ist der Dexter? Absolut. Ist der Hütte drin? Er sitzt ja hier irgendwo. Ah, da ist er. Ja, was wollte ich sagen, wenn ich das. Wenn ich jetzt komplett das Sektenlager noch machen würde. Dann hätte ich's vermutlich, warte, kann ja hier auch ins Menü gehen. Dann würde ich hier vielleicht sogar noch mit Level 11 vielleicht rausgehen, weil man dann noch einiges an EP abholen kann, aber ich habe gerade einfach überhaupt keine Lust auf Sektenlager. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut, zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Absolut. Ja, es ist irgendwas gegeben, keine Ahnung was. So, wir gehen mal zu Diego und speichern mal vorher, weil ich nicht genau weiß, ob ich da nochmal EP abholen kann. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Bevor wir da im Lager aufgenommen werden. Lass uns lieber über was anderes. Klar, dass das Ärger gibt. Diese Laufwege. So, jetzt speichern wir nochmal. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, du hast Kirgo besiegt. Aber dass du den Mumm gehabt hast, gegen Karim anzutreten, hat ihm imponiert. Obwohl du verloren hast.
Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Viel Glück. Mach's gut. Gut, dann werde ich jetzt nochmal speichern mit Torus reden. Weil ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob man hier nochmal IP bekommt, ohne dass man aufgenommen wird. Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Das entscheide immer noch ich. Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht. So viel muss man sagen. Gut. Du kannst zu Gomez gehen. Er allein bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt, Kleiner. Gut, ich werde dann jetzt zum neuen Lager gehen und quasi dort anwerben. Dafür habe ich mich dann dort entschieden. Da muss man natürlich auch wieder hinlaufen. Aber das werde ich noch nicht rausschneiden. Generell werde ich hier keine Wege rausschneiden, weil es halt immer sein kann, dass ich irgendwie auf dem Weg irgendwas sehe, was ich einsammle oder irgendwelche Viecher, die ich versuche platt zu machen. Ich habe jetzt eigentlich bei Diego Dingens nochmal gelernt. Ja, habe ich 80 Stärke. Das heißt, uns fehlen noch 20 Stärke bis zum Maximum. Ah, wäre schön, wenn das in Gothic 2 auch so einfach wäre. Also, ja, Gothic 2 an sich schon, aber Gothic 2, die Nacht des Raben, das Erweiterungspack, da ist das alles nochmal ein bisschen anders. Was ich auf jeden Fall, schätze ich, auch machen werde. Also ein LP davon machen werde. Vielleicht nicht direkt nach Gothic 1, je nach werde ich vielleicht noch etwas anderes spielen. Aber da ist da bis dahin, da dauert ja noch ein bisschen. Wie viel fehlt uns eigentlich ein LP? Das dauert noch einiges. Mir wäre nur eingefallen, wo ich dann hätte ein paar Viecher platt machen können, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Großartig viel mehr EP brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Weil das Einzige, was wir jetzt noch lernen könnten, wäre halt, klar, die letzten 20 Stärkepunkte. Ansonsten würde ich quasi den Rest sparen, wegen... Weil ich könnte zwar auch weiterhin auf Einhand gehen, allerdings möchte ich hier einfach auf zwei Händer sparen, weil ich weiß, dass zwei Händer sehr, sehr teuer ist zu lernen. Außerdem dauert das noch einiges im Spiel. Das Ding ist, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie teuer das war. Ich glaube, man muss da, glaube ich, entweder 50 oder 60 Lernpunkte komplett für zwei Händer investieren. Weil einmal in zwei Händen investieren ist halt kacke, weil es ist halt, man hält beim ersten Lernen vom Zweihänder die Waffe sehr, sehr scheiße. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Deswegen möchte ich halt den Zweihänder direkt in einem Rutsch lernen. So, und jetzt kann man hier das ja auch mal angehen. Weil der Lev, hier gibt's einen Typ, der heißt Lev. Verlass dich auf jemanden. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Und zwar könnte man jetzt theoretisch sagen, ja, mache ich gerne. Dann bringt man hier 10 Flaschen Wasser oder so rum. Und dann kriegt man dafür auch EP.
Aber das werde ich jetzt nicht machen. Bring dein Wasser selbst rum. So geht man aber nicht mit Freunden um. Ich glaube, ich muss dir mal Manieren beibringen. Schon gut, schon gut. Der hat genug. Das Problem ist, jetzt kommt der hier noch. Selbst schuld. Habe ich vorher gespeichert? Ja, habe ich. Gut. So wie ich hatte den anderen Typen zuerst im Visier und ich... Das war doof. Hey du, neu hier, was? Ja. So. Mann! Der hat genug. Och, kann nicht wahr sein. Wieso hat er denn den nochmal anvisiert, obwohl er schon auf dem Boden lag? Das sollte eigentlich nicht sein. Das läuft nicht so gut. Ich glaube kaum, dass ich dauernd was erinnern kann. Komm, sprich mich an. Hey du! Bring so. Oh Mann, wieso hat er denn so eine hohe Reichweite? Jetzt hat er immer noch den Target, der von dem Typen, der am Boden liegt. Das kann nicht wahr sein. Das sollte eigentlich viel einfacher sein. Mein Gott. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich mach das jetzt anders. Ich glaube kaum, dass ich daran was erinnere. Ich lass die beiden da nochmal stehen. Und hol mir ganz kurz eine bessere Waffe. Ich habe zwar beim ersten Mal gemacht, dass ich das da jetzt nicht machen werde, aber jetzt habe ich mich gerade einfach mal umentschieden. Ich werde mir jetzt einfach doch nochmal schnell eine bessere Waffe holen. Solange ich. Und zwar von Silas. Der mal wieder nicht am Tresen steht, sondern oben sich vermutlich einer raucht. Verdammt, und ich habe mal wieder nicht vorher gespeichert, ich Trottel. Ah. Aber der ist möglich, der ist möglich. Diesmal werde ich vorher speichern. Er hat auf jeden Fall eine ordentliche Waffe dabei für den Anfang. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr so genau, wie viel Schaden die macht, aber die war schon ziemlich stark. So, nochmal hingehen. Los. Raus hier. Erstmal abwarten. Natürlich das Ding, wenn wir eine Rüstung tragen würden, würden wir natürlich einiges mehr aushalten. Es war einfach zu kurz zum Dingens gehen und mir eine Rüstung holen, indem wir hier jetzt beim Lager aufgenommen werden. Allerdings könnte ich dann die Sache mit Lefty nicht mehr machen und das möchte ich jetzt unbedingt nochmal machen. Steck die Schatten! Schon wieder! So, Silas Axt. Und er hat nochmal ein bisschen Kram für uns, den nehmen wir natürlich gerne mit. Silas Axt müsste ziemlich stark sein. 55 Schaden, das ist schon sehr heftig. Wir haben jetzt einiges gefressen, deswegen legen wir uns hier einfach mal ins Bett. Oh, das war die falsche Auswahlmöglichkeit. Kann ich bis Mitternacht pennen? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur bis zum nächsten Morgen pennen. Steck die Waffe weg. Ich wollte hier nur runter. Wenn du keinen Ärger willst. So, jetzt können wir auch dem guten Lefty mal Hallo sagen. Und dem Reislord. Der Lefty war ja kein Problem. Der Reislord war nur der Typ, der mir auf den Sack gegangen ist. Schamlos Bugs ausnutzen. So, Lefty. Hey du, neu hier, da kannst du. So geht. Mal sehen. Kann nicht wahr sein. Kleiner Windstoß und der wäre auch um. Mann, das nicht noch mal. Das kann echt nicht wahr sein. Jetzt darf ich die ganze Kacke nochmal machen. Weil der. Ich wieder so wenig Range hatte. Schon wieder ein Kampf. Boah, Mann, ich hätte vorher nochmal speichern sollen. So eine Kacke. Ja, aber alles schief.
Ich werde halt davon beeinflusst, dass ich getroffen werde, weil ich dann so eine blöde Animation mache und die Gegner irgendwie nicht. Steck die scheiß Waffe! So. Drecksack. Gib mir all dein Stuff. Mal pennen und jetzt gehe ich wieder zu Dingens und dann speichere ich noch einmal. Bann. Kann echt nicht wahr sein. Hey, müsste ja auch runtergehen können, ohne dass ich Schaden kriege, genau. Ah Gott, ey, es läuft alles nicht so reibungslos, wie ich mir das vorgestellt habe. So, jetzt speichere ich schon mal. Hey du, da kannst du dir... Bring. So geht man. Der hat genug. So muss das gehen. Wir haben damals mehr ausgehalten. So, die werde ich jetzt ja auch schön looten. Der hat auch einen Ring für uns. Sehr, sehr nett. Was ist denn das für ein Ring? Ein Lebensring. 10 Leben mehr. Das ist doch schön. So, komm mal her, du Schläger. Geben nochmal alle. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Von irgendjemandem mit einem Bogen abgeschossen. Jetzt habe ich gerade Schaden bekommen. So habe ich gerade Schaden gekriegt. Wir haben damals mehr ausgehalten. Ist da oben irgendwo ein Typ mit Bogen? Vielleicht. Naja, egal. So, das haben wir. Greifen die uns jetzt hier an? Nö. Gut, dann gehen wir mal endlich mal zu Laris und schließen uns mal den Banditen an. Was ich ja... Oh Gott, das hat sich jetzt so lange hingezogen, ey. Total dämlich. So. Laris. Wahrscheinlich. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Will man das nochmal vorher machen? Weil ich bin ganz ehrlich, ich wusste überhaupt nicht, dass man nochmal zu ihm gehen kann. Und sich aber einfach mal so geschmeidige 750 EP abholen kann. Und dass man dann nochmal eine Belohnung von Gorn holt. Das wusste ich gar nicht. Man lernt nie aus. Naja gut, also es kann schon sein. Trink dir nochmal ein. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fisch zukommt. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Bis später. Das passiert mir nicht nochmal. War das jetzt hier mit meinem Anteil? Habe ich jetzt überhaupt irgendwas gekriegt? Das... Ich hab grad nicht drauf geachtet. Ich scheint wohl auf einmal ganz viel Erz zu haben. Hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen, machst du nix. Jetzt treten wir aber mal der Bande bei. An der Geschichte muss wohl doch was anderes sein, aber heute bin ich trotzdem nicht
Wieso müssen denn nicht immer noch einen trinken, bevor ich mit dem rede? Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Das will ich meinen. Und ich habe sogar ein Geschenk für dich. Eine bessere Rüstung. Nicht viel. Aber du hast sie dir verdient. Und was soll ich jetzt machen? Du bist jetzt ein Mitglied unserer Bande. Es steht dir frei zu tun, was du willst. Wenn du dich nützlich machen willst, geh zu Mordrak und unterstütz ihn bei der Sektensache. Alles klar. Wir sind jetzt Bandit und wir haben eine bessere Rüstung bekommen. Gucken wir doch mal, die bringt uns schon einiges mehr. Und das möchte ich natürlich direkt mal auch abspeichern. Und dann gehen wir doch mal zum Mordrak. Gucken mal, was der für uns hat. Erstmal darf auch nicht alles glauben, was man hört. Nicht so heiß gegessen, wie es gekocht ist. So, dann gehen wir mal. Hier ist er auch schon. Hallo. Laris sagt, ich soll dich bei der Sektensache unterstützen. Siehst du? Ich dachte mir, ich müsste mich nicht selbst drum kümmern. Soll ich die Sache ganz allein erledigen? Das schaffst du schon. Hör zu, es geht darum rauszufinden, was an dieser ganzen Beschwörungsklamotte dran ist. Ich weiß, dass die Sektenspinner eine große Anrufung planen. Ich persönlich glaube ja nicht an den Schläfer. Aber eins steht fest. Die Gurus sind mit mächtiger Magie im Bunde. Und es ist besser, wenn wir wissen, was da abgeht. Soweit alles klar? Ah, werd sehen, was ich rausfinden kann. Sobald du genau weißt, was sie im Schilde führen, melde dich. Ach, das ist eine recht eindeutige Aufgabe, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, dass ich erst einmal Schluss für heute machen werde, weil wir haben heute einiges geschafft. Wir haben einiges an Leveln geschafft vor allem. Sind mittlerweile Bandit. Und mit einem Ausblick auf die Reisfelder. Das war zu weit. Mit einem Abschluss in den Tod, würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und damit tschüss.